Die Königsgarde wartet auf den König des Massenstarts. Simon Schemp oder Martin Foucault. Sie sind gleich alt, sie duellieren sich seit Jahren, sie kennen sich in- und auswendig. Und sie wissen, es kann heute nur einen geben. In einer Saison, wo Martin nahezu unschlagbar scheint, wenn man ihn da dann doch noch herausfordern kann in einer Disziplin, das hätte für mich persönlich schon einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Wenn der echte Simon Schemp an den Start geht, dann wird er die Kugel gewinnen. Wenn nicht, dann werde ich versuchen, meine Chance zu nutzen. Der echte Simon Schemp gewinnt den Massenstarttitel in Hochfilzen. Nervenstark, unwiderstehlich, entschlossen. Er ist der Mann in Rot. Aber in Oslo weiß man nicht, ob der echte Simon Schemp da ist, um Foucault herauszufordern. Schemp war krank, er muss sehen, ob er dem Franzosen folgen kann, wie auf der letzten Runde im Sprint, als er sich nicht abschütteln ließ. Ich glaube, das hat mir 3 Jahre meines Lebens gekostet, die letzte halbe Runde. Ja, ich habe alles aus mir rausgeholt, was nur ging, dass ich irgendwie dranbleiben konnte. Dranbleiben an ihm. Dem Gesamtweltcup-Sieger, dem Sieger im Einzel, im Sprint, in der Verfolgung. Nur der Massenstart fehlt noch zum erneuten Grand Slam. Er verdient diese Kugel, wenn man die ganze Saison beim Massenstart betrachtet. Aber das ist Sport. Und bevor man nicht wirklich gewinnt, verdient man gar nichts. Sie geben nicht auf? Nein, das entspricht nicht meinem Charakter. Die Voraussetzungen sind natürlich schwierig, jetzt gerade mit den letzten 2,5 Wochen. Da liegen die Chancen, glaube ich, eher bei ihm. Aber trotzdem, es ist nur machbar und ich werde alles dafür machen. Die Königsgarde wartet. Wer krönt sich heute? Der Deutsche oder der Franzose? Massenstart, Finale, das letzte Drama und dann ist Ruhe.